An August summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. Hallo und grüß euch, da bin ich wieder, der Markus Burkhardt. Aber heute bin ich einmal woanders. Jetzt bin ich ein bisschen nervös und aufgeregt. Wir schauen uns nämlich einen Naturgarten, aber richtig einen coolen, das sehe ich schon voraus, Naturgarten an, von der Dagmar und von Patrick, die schon lang unsere Wegbegleiter sind. Da sind wir richtig stolz drauf. Und da gehen wir eine kleine Runde, bleibt dabei. Ich glaube, nein, ich weiß es, es wird richtig lässig. Da haben wir jetzt den Patrick. Der Patrick wird mich durch euren super Naturgarten da geleiten. Bin ich schon sehr gespannt. Vom Patrick, der Patrick und die Dagmar sind beide große Handwerker. Und du wirst mit uns jetzt einfach eine Runde durchgehen. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen anzahlen, weil heute hat es ziemlich kränkt bis jetzt und es schaut aus, wie wenn bald wieder der Regen kommt. Und wir lassen uns einfach überraschen, oder? Genau. Du ziehst mich durchs Gatterl. Passt. Super. Machen wir. Gehen wir. Genau. Gehen wir. Ja, dann gehen wir es an. Erst im Waldgarten. Waldgarten. Das passt aber heute gut, gell? Weil heute so von der Stimmung her. Ja, von der Stimmung her passt es ganz gut. Schön nass und feucht. I'm not articulate like you. I swear I know how you value. But I cannot make poetry out of feelings like you do. Das ist ja auch schon eine schöne Sache. Ja, viel von euch. Wir haben halt momentan durch die lange Trockenzeit sind halt einige Fahne ein bisschen niedergelegt jetzt, aber sonst. Passt ganz ja, gut. In Salzburg, interessant, weil bei uns nämlich nicht, wo wir daheim sind, aber in Salzburg war es ziemlich trocken, den Sommer. Ja. Wie halt in so vielen anderen Teilen, aber nein, der steht gut da, der Waldgarten. Cool. Wald ziehst, Fahne, Sternmiere, geil. Das war vielleicht ganz nett zum da fragen, es war ja auch nicht von Anfang an. So Naturgärtner, kann man sagen. Wir haben angefangen, wir viele. Wiese, Baum, Busch, Sandkisten. Ne? Und aus dem hat sich das halt dann so langsam über die letzten 14 Jahre hat sich das entwickelt, so wie es jetzt ist. Schön, das ist ja das Schöne, gell? Dass ja. Wenn man mal anfängt, genau. Dann hört das nicht auf. Dann hat man immer irgendein Projekt. Und mit dem hast du mit dem angefangen, dann mit dem Waldgarten, war das erste? Ja, das ist also ein bisschen parallel gegangen, okay. Aber das war eigentlich ursprünglich das Projekt von meiner Frau, das hat da ganz klein in einem Eck angefangen und ist halt dann größer geworden mit der Zeit. Voll cool, Wahnsinn, der hinten der Bärenklau, der Akanthus. Ja, dem gefällt es da gut. Also Böden, habt ihr das Gute, das sieht man, es wächst alles, also unglaublich. Totholz? Ja. Schön. Den haben wir voriges Jahr gebibert. Was ist, war das ein Kirschen? Es war Kirschen, ja. Und Kirschen haben wir da. Habt ihr einen Biber da? Ah. Ja. Wie wir. Wir haben einen Biber. Und Kirschen haben wir keinen gekriegt. Ja. Jetzt haben wir gesagt, darf er sterben und darf er aber stehen bleiben. Ja. Ist eine super Idee. Ja. Eine voll coole Idee. Einfach die Bäume nicht wegschneiden, sondern stehen lassen aus Gerüst, genau. Aus Totholz. Ja, von dem her passt super, gell, von der Stimmung des Nasse zum Waldgarten. Für den Waldgarten auf alle Fälle. Wie hast du denn das gemacht? Weil es schaut bei euch echt aus, wie wenn der Boden so richtig, naja, so ein Waldboden ist. Wie bist du denn da vorgegangen? Naja, das war zuerst Wiesen,
Also das war alles, also, hast du gemäht Rosen vorher. Haben wir gemäht, ja, vorher. Und wir wollten, oder ich wollte das nicht alles anziehen. Ne? Und jetzt haben wir im Prinzip den Weg angelegt. Und den Rest haben wir mit Kartons ausgelegt. Und dann wirklich so eine ganz dicke Schicht Mulchmaterial drauf. Also Kekselz, Laub und Holz teilweise dabei. Also das richtige, schöne, dicke Mulmschicht, ja, eigentlich ist. Und da haben wir zum Sitzen. Und da habt ihr reingesetzt. Voll genial. Also ja, richtig genial. Wenn wer sowas vorhat, das kann man eins zu eins. Ich werde das System Patrick nennen, wenn ich darf. Ich habe nicht mehr erfunden, haben wir auch irgendwo gesehen. Egal, aber wir haben es jetzt patentiert, ja. System Patrick. Ist wirklich, nein, ist voll geil. Einfach einen Karton auflegen, also Pappkarton auf die Grasnarbe, hat den Vorteil, du brauchst nichts abziehen, du brauchst keine Gerätschaft. Und dann werden alle Bekannte, Verwandte und so weiter, genau, animiert zum Laubsammeln, ja, und was halt anfällt. Ja, und das bringt man auf Großschnitt, alles was du hast, ja, kannst, genau, 15, 20, 30 cm, ja, kannst auftragen. Und da setzt man dann direkt rein. Genau. Wie hast du gesagt, jetzt habt ihr es mit dem Rasenmäher noch ein bisschen zerkleinert wahrscheinlich, oder? Das Material? Ja, vorher. Einfach zum Zusammensammeln mit dem, ja, Rasenmäher im Forst Endeffekt. Durch und das Laub, genau, den Mist, den die Bäume immer machen, das, ja, Laub, genau, das runterfällt, fährt man mit dem Rasenmäher drüber, mit dem Fangkorb, dann sammelt man es und dann teilt man es da auf. Genau. Und was halt sonst noch, also du kannst, ja, im Prinzip alles nehmen, was organisch. Was du in den Kompost schmeißt, kannst du im Endeffekt, genau, da gibst du daher. Und dann hast du einen reichen Waldboden. Und wenn man den, der Vorteil ist, wenn du mit dem Rasenmäher fährst, dass es gleich von der Struktur her feiner ist, genau, oder man häckselt, könnte man auch machen. Also es darf nicht ganz zu grob sein. Und es soll halt, da muss man aufpassen, dass keine Wurzelunkräuter oder sowas drinnen sind. Und dann kannst du direkt setzen. Das Kameramädchen glaubt es uns nicht ganz. Sie schaut sehr skeptisch. Aber es ist wirklich so geschehen. Haben wir so gemacht. Ja, und das entsteht. Ein verwunschenes Paradies habt ihr da gemacht. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Das wird ja sicher wahnsinnig viel Arbeit sein. Jetzt nicht mehr. Also am Anfang beim Setzen natürlich, ja, hast du Arbeit, aber wie es jetzt ist, tun wir eigentlich so gut wie gar nichts. So gut wie nichts. Die Fahne fallen zusammen über den Winter, ja, und ja, bleiben liegen dort, wo es uns stört, tun wir es auf Zeiten, mhm, und hier und da mal, wenn man sagt, ja, okay, da wollen wir nur Blühpflanzen oder was haben, dann tut man einen Fahnen raus. Ja. Aber das ist dann lustig. Pflegeaufwand ist in dem Sinn eigentlich gar keiner. Und das war ja das, was man ein bisschen anstreben sollte, natürlich im Garten oder vor allem im Naturgarten, dass man so ein System hat, was sich irgendwie mit der Zeit selbst erhält. Und das macht der Garten, weil der schmeißt jetzt ja wieder die Schicht ab, was er dann eh wieder aufbraucht, das Laub. Und das habe ja ich ganz oft aus Gärtner hört man das so oft, das Laub ist so ein Problem, das Laub muss weg, weil das Laub stickt alles ab und die Pflanzen sterben dann und man muss das weggeben und dann kann man Rinde kaufen beim Gärtner. Ja, genau. Und die Rinde führt man dann rein und dann riecht es so gut. Aber der Wald, der macht das eh alles selber. Genau. Man braucht den nur lassen, ja, und dann hast du einen wertvollen Lebensraum. Cool. Totholz, jede Menge Totholz habe ich schon gesehen. Einen schönen Holler, einen alten hast du da. Ah, hinten hast du so eine Art Benjeshecke oder so in die Richtung, gell? Eigentlich Krepenhaufen, aber was daherkommt. Käfer, nein, was daherkommt, eben das, was man so unter dem Jahr ein bisschen einsammelt, tut was anschneiden, weil was einhängt oder so, dass man nicht mehr gescheit durchgehen kann. Das schmeißen wir dann da her und eigentlich schon seit ein paar Jahren, aber das geht ja immer wieder nach. Und das mögen die Käfer, genau, ja. Die sind da drinnen. Genau. Ja, so ein Waldgarten ist ein Käfergarten eigentlich. Das mag ich wirklich sehr gern. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Bin schon sehr gespannt. Das wird jetzt so ein geheimnisvolles Tor, das sehe ich schon, gell? Da durch die Hecke. Ja, anderer Raum. Das ist eigentlich jetzt so ein bisschen so ein Zwischenraum. Das war einer von unseren ersten Gartenräume eigentlich, nicht? Die Ahorn ist der erste Baum gewesen, den wir gehabt haben. Ja, ein schöner Baum. Also kann man sich vorstellen, wenn es heiß ist, da halten wir es aus. Ja. Das kühlt. Ja. Das macht Sinn. Nein, man kennt das ganz gewaltig im Vergleich zu der Terrassen oder, ja, so, ist da um ein, ja, paar Grad kühler. Ja, ist richtig so wie so ein Zimmer, gell? Ja. Der Brunnen, der erinnert mich an was. Das war die erste Inspiration von dir.
Damals, wie du den Beitrag beim Servus TV gemacht hast, hat meine Frau dann gesagt, sowas wünsche ich mir zum Geburtstag. Und da haben wir den gebaut. Ja. Geil. Das ist lang aus, gell, dass wir das gemacht da haben. Viele noch, Jahre. Da hat es noch Internet gar nicht so richtig gegeben. Da haben wir extra irgendwie gesucht, dass wir den Beitrag finden, weil es gesagt hat, das musst du anschauen. Ja, stimmt. Das haben sie ausgestrahlt einmal. Gell? Der ist eine Sensation. Also die Vögel, die baden da oft 20 cool. Spatzen auf einmal. Da geht es da geht's zu. Also voll klasse. Ja, und hat richtig eine Stimmung. Gell? Da herin, das Platzerl. Ja. Come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long. But what's on your mind tonight? Da freut sich mein Auge eh schon, gell? Wenn ich da umschaue. Disteln, wilde Karden, Muscatella-Salbe, alles da. Mit Muscatella-Salbe haben wir vorher so nett geredet, gell? Mhm. Da habt ihr auch ein schönes Tier angelockt. Ja, die Holzbinne ist, seit der da ist, ist die Holzbinne eigentlich täglich. Besucht euch und holt sie, holt sie ihren Bollen. Ja. Cool. Also, hingesetzt, bliert, Holz bin ich da. Wahnsinn. Wie also, es du beschrieben hast. Ja. Also, hier und da stimmt das auch, was ich sage. Ja, lässig. Da sehe ich ein bisschen einen Sound für ein Blinzeln. Habt ihr da ein Sandarium gemacht, oder? Ja, haben wir heuer im Frühjahr angelegt. Also, ganz neu gemacht. Drum ausgraben und dann haben wir extra um einen Sound geschaut. Der nicht gewaschen ist, weil es auch nicht so ganz einfach ist. Ne? Ja, nein, es ist gar nicht so leicht. Ja. Aber unser Baggerer des Vertrauens, sage ich einmal, der hat da was zum Zeug gebracht und mit dem haben wir es befüllt. Mal schauen, ich glaube, es muss sich erst noch ein wenig setzen. Das schaut dann, gut aus. Bis dann wirklich was einziehen will, sage ich einmal. Ja, das ist auch immer ein bisschen eine Glückssache und ob es die Bienen überhaupt gibt in der Gegend, das ist das Nächste. Weil in alle Gegenden gibt es die gar nicht, diese sandbewohnenden Bienen. Oft kommen dann eher die solitären Wespen, dass da die Wespen kommen. Aber das macht es eben so spannend, dass man einfach schaut, was kommt daher. Da kann man wirklich super beobachten. Schönes Totholz. Ja, und sonst wachsen die Nelken recht gern. Denen gefällt es da auch. Ja, sicher. Es ist auf jeden Fall ist ein super, super Lebensraum. Mhm. Wahnsinn. Das ist ein richtiges kleines Universum. Da spürt sie sich an. Gewaltig. Teich, Sitzplatz, Glashaus. Du machst das so viel selber auch, gell? Eigentlich fast alles, was im Garten passiert, machen wir eigentlich. Das hast du auch selber gemacht. Haben wir selber gemacht, ja. Ich glaube, wir werden den Patrick mal buchen. Moment, ja, genau. Problem gelöst. Darf man schauen. Sowieso. Das Erste, was wir gebaut haben. Ich meine, das ist jetzt im Sommer ist ein bisschen beschattet, weil wir da eine Weide auch stehen haben. Ja. Aber für gewisse Sachen ist es gar nicht so schlecht. Und gerade im Frühjahr zum Anziehen und so ist eigentlich optimal. Mit den Ziegeln hast du einen schönen Wärmepuffer, auch, gell, weil das so tief ist. Mhm. Was gewaltig ist beim Durchgehen, der Mann kann alles. Das ist ein Wahnsinn. Oder kriegst du immer Anweisungen von deiner Frau, was zu machen ist? Manchmal. Ich auch. Nein, wir besprechen uns schon, klar. Nein, aber
einmal hat der eine Idee und das nächste Mal der andere und dann schauen wir, was draus wird. Ne? Ja, es sind ja beide so kreativ. Winter sind da über gefährlich, wenn man nicht so viel zum Tun hat. Mhm. Da reift dann das nächste Projekt heran. Und aber der Teich, der ist so schön eingeklickt ins Gelände, der liegt so angenehm herinnen. Das hast du aber nicht selber gemacht, oder so, die Geschichten da am Teich? Schon. Im Prinzip, also Bagger. Wir werden den Patrick jetzt mal buchen, glaube ich. Bagger hat das Loch gemacht und den Rest. Und den Rest hast du gemacht. Wir zwei gemacht. Wow. Im Endeffekt. Ja. Super. Seid richtige Tausendsasser. Ja. Gewaltig. Und ist, ja, als Naturgärtner schlägt dann da natürlich das Herz. Es erspringt einem förmlich in der Brust, weil wenn man so schaut, es ist wirklich, du hast, ja, so gut wie nur heimische Pflanzen verwendet, kann man sagen. Blutweiderich, was haben wir da noch? Wegwarten, ja, und. Und schaut einfach, obwohl es jetzt, du hast ja gesagt, es ist eigentlich jetzt alles eher schon am Verblühen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es herbstlich ist, aber es hat auch einen vollen Reiz, aber die Blüte ist halt schon ein bisschen. Die Blüte ist schon. Aber schaut trotzdem schon super durch aus. Da hinten sehe ich dein zweites Glashaus durch, wahrscheinlich selber gebaut. Ja. Klar. Nebenbei ist das Saunaheiserl selber gebaut. Selber gebaut. Wahnsinn. Und der macht mich fertig. Und da sehe ich ein bisschen durchblinzeln, das schauen wir uns auch quasi, weil das interessiert mich auch wieder. Das Dach von der Sauna, das ist super begrünt. Ja, das ist unser erstes Gründach gewesen. Wow, sehr, sehr. Also stimmig gemacht, gell? Es ist richtig so, wie man es sich ja, bilderbuchmäßig vorstellt. Unten mit dem Holz. Das tut sich schon langsam über die Jahre und Jahrzehnte auflösen. Dann tauscht man es einmal aus. Kommt da nichts drauf. Genau. So wird dann auch nie. Es wird dann nie langweilig, gell? Genau. Man hat immer ein schönes Projekt. Richtig schön zugewachsen. Da hinten sehe ich dein zweites Glashaus durch. Wahrscheinlich selber gebaut. Ja. Klar. Nebenbei ist das Saunaheiserl selber gebaut. Selber gebaut. Wahnsinn. Und der macht mich fertig. Und da sehe ich ein bisschen durchblinzeln, das schauen wir uns auch quasi, weil das interessiert mich auch wieder. Das Dach von der Sauna, das ist super begrünt. Ja, das ist unser erstes Gründach gewesen. Wow. Sehr, sehr, also stimmig gemacht, gell? Es ist richtig so, wie man es sich ja, bilderbuchmäßig vorstellt. Unten mit dem Holz, das tut sich schon langsam über die Jahre und Jahrzehnte auflösen. Dann tauscht man es einmal aus. Kommt da nichts drauf. Genau, so wird dann auch nie, es wird dann nie langweilig, gell? Genau. Man hat immer ein schönes Projekt, richtig schön zugewachsen. Ja, was mir so taugt, dass so viele Details sind, kann man sich, glaube ich, das kommt man schon wieder einen eigenen Beitrag machen, kommt man sich abschauen, unten mit die gebogenen Eisen, wie nennt man sowas? Keine Ahnung, wie man sowas. Wurscht, sind einfach Flacheisen herbogen, da liegt dann oben das Holz drinnen. Gleichzeitig ist für die Folie ein bisschen ein Abschluss, dass Wasser nicht so dahin ist und dann einfach das Substrat auf. Und zwischendrin, zwischen die Pfetten, sind die Nisthilfen montiert, die Blöcke. Ja, lässig. Einfach ein schönes Gesamtbild. Wahnsinn. Irre. Mir kommt gerade vor, wir sind da in einer hochtalentierten Familie, gell? Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich schön, Mann. Das ist wirklich, wirklich lieb. Richtig entzückend. Nachdem für die Tomaten über jetzt wenig Platz war. Ja. Ja, bist du narrisch. Da spürt sie sich an. Bist du narrisch. Da geht aber auch was raus, gell, aus dem Häusern. Ja. Das sieht man, da wird geerntet. Jetzt hast du einen Willhaben-Moment, ha, Kosi? Willhaben. Willhaben. Wow, 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 wow. Der Patrick macht sich sein Glashäusl selber, er macht sich das Werkzeug selber. Teilweise. Habe ich nämlich in der Reißen daheim, sonst darf ich benutzen.
Nein, echt ein Wahnsinn. Ja. Das ist aber, ja, nicht jeder ist natürlich handwerklich so talentiert wie wir. Oder wie du. In dem Fall muss ich wirklich sagen, wie der Patrick. Da sind Welten dazwischen. Aber das Schöne ist ja im Naturgarten, dass man so viel einfach selber machen kann. Gell? Und ja, einfach da kann. Genau. Und oft verhaut man was, das wird halt dann nicht. Dann fängt man halt von vorne wieder an. Genau. Probieren. Dann lassen wir probieren uns doch nicht entmutigen. Genau. Siehst du das, Kosi? Ein Traumdetail, wirklich ein sehr schöner Abschluss, finde ich, für alle, die bevor haben, sich so ein Häuschen zu bauen. Das ist die eigentliche Dachkonstruktion. Dann, okay, ist der Dachpapp oben, soweit noch klar. Und dann hat der Patrick da in dem Fall sogar selbstgebrannte Ziegel raufgelegt und die stehen dann eben ja, 10 cm drüber über die Dachkonstruktion. Und dann mit diesen gebogenen Eisen, wo dann die Hölzer gesichert werden. Und so schützt er eben unten die Konstruktion. Schaut erstens schaut super aus, hat richtig einen natürlichen Touch und ist eine schöne Lösung. Das funktioniert ewig. Schön. Das werde ich, ich muss mich leider ein bisschen von dir inspirieren lassen. Das werde ich nachmachen. Kein Problem. Also das ist jetzt der Dagmar-Reich da. Gemüse. Hauptsächlich. Da geht eh was raus. Ja, zumindest über den Sommer sind wir ganz gut versorgt. Ja, sieht man, da rührt sich was. Auch hierfür ein Händchen. Jetzt habe ich was Schönes gefunden. Wir, nein, leiden da mal nicht im Regen, aber es ist ja jetzt regnet es einmal. Für euch ist es sehr gut, gell, weil es so trocken war. Aber schau, wenn wir da sitzen haben, sitzt der schöne, wirklich eine schöne große Weinbergschnecke. Die fühlen sich da auch wohl. Sieht man auch schon, sieht man wenig schon die Weinbergschnecken. Ja, bei uns fangen schon, dass sie sich vermehren jetzt wieder. Ja. Also wir haben es offensichtlich erfolgreich angesiedelt. Ja, ja, der taugt es da drin. Das Schöne, egal wo man hingeht, es sind überall so stimmige Details. Das ist echt faszinierend. Da wieder das Tor da, dann habt ihr da hinten so ein kleines Hitterl noch einmal. Ja, auch da der Kamin. Kaminabschluss. Ist, ja. Hier wohnen kreative Menschen, eindeutig. Und was spürt sich da ab? Was ist das für ein Bereich? Ja, das war früher so das Hinternhaus, hauptsächlich Lagerplatz und so. Ja. Und jetzt Blumenwiese und wir haben das halt auch versucht, im Garten zu integrieren. Ne? Passt nur anschirmen. Oder so. Ah, ja. Da unten liegt irgendwo ein Stein. Siehst du den Stein, Kosi? Ah, da muss glaube ich von der Seite, muss da zu mir um. Das ist nämlich ein Mechanismus. Das ist sehr, sehr geil. Der automatische Türöffner à la Patrick wahrscheinlich. Türschließer eigentlich. Türschließer. Jetzt haben wir schon das zweite Patent gesehen. Egal wo man hingeht, es sind so viele Details bei euch. Da hast du so eigentlich eine Mauer, aber so gemacht, dass man oben die Mauer bepflanzen kann. Genau, wir wollten da keinen normalen Abschluss irgendwie. Und im Endeffekt ist das eine Blechwand. Die hast du vielleicht die Mauer so gut, die haben wir in die Mauer einlassen. Mhm. Und halt bepflanzt, da bleiben halt die Pflanzen ein bisschen kleiner, weil sie einfach weniger Substrat haben. Ja. Aber ja, wir wollten da einfach keine Dachziegeln oder so irgendwas drauf haben. Und funktioniert eigentlich ganz gut. Und hinten, da hat er da wieder so einen Stein hingegeben, da ist die Wanne aber offen. Das heißt, so aussehen kann das Ganze dann entwässern, weil sonst würde sie jetzt mal, wenn es regnet, würde sie das mit Wasser anfüllen und da wird das dann ersaufen sonst. Und da sind eben leider so trockenheitsliebende Pflanzen. For the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason.
taste of home, 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 just a little taste of home. Und das ist der Dagmar ihr Job. So, das macht sie. Hauptsächlich. Ja. Ja. Weil wir gerade geredet haben, sie irgendein Dach macht es dann wieder, gell? Ja. Und dann hat die Dagmar da schon die Pflanzen vorgezogen. Ich sage es ungern, aber es ist so aus dem Saatgut des Nordischen Gartens. Genau. Gefällt mir, macht mich ein bisschen stolz. Felsennelke, Eselsdistel, scharfer Mauerpfeffer und. Wiesensalbei, Muscatella-Salbei. Und die, jetzt, die kommen dann, die übersiedeln dann aufs Dach. Die übersiedeln dann aufs Dach, genau. Das wären die Fenster für oben beim... Ich erschaudere vor Neid. So eine schöne Werkstatt. So eine liebe Werkstatt. Ja, da geht auch was aus. Da bastelt man halt alles, was wir im Garten haben, machen wir da herein im Prinzip. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens. Richtig ein Liebsheiserl. Ah, was ich das gern mag das selber gemacht, gell? Weil es einfach eine Seele hat. Ja, uns taugt das und viele Sachen, die kriegst du zum kriegst Kaufen nicht ja, so, nein. Wie wir uns das oft vorstellen, da, wo wir sagen, und das gefällt uns. Ja. Oder du kannst uns einfach nicht leisten. Ne? Ja. Und ja, aus dem aus machen wir einfach sehr viel selber. Ja, und es ist. Es hat einen anderen Wert für einen, ja. Wenn man dann hingeht und weiß, da habe ich mich so und so viel so lange blockt oder habe es dreimal machen müssen, bis es funktioniert hat. Every time I hear a song, my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste. Ja, es ist natürlich klarerweise durch das, dass da in Salzburg erstaunlicherweise auch so trocken heuer war, ist eigentlich das Meerene jetzt schon ein bisschen verbliert. Und wir haben heute das Glück eines Regentages. Und es ist für mich ist echt, da geht's mir, wie geht's mir da? Ich komme nicht weiter bei euch im Garten, weil überall so viele Details sind, wo man bei jedem Detail schaut man und staunt man erstens die Idee und wie es dann auch ausgeführt ist, richtig schön. Aber jetzt werde ich mich langsam wieder in den Waldgarten zurückbewegen. Ja, lieber Patrick, Wahnsinn, echt gewaltig. Und Dagmar natürlich, muss ich sagen, aber du hast mich heute da durchgeführt. Bei diesem regnerischen Tag und trotzdem hat eh ganz gut ausgesehen. Haben wir das sehr genossen. Kann man nur staunen und Hut ab, was ist da, weil der Garten ist gar nicht so groß. Man hat das Gefühl, wenn man durchgeht, das hört nie auf, das ist unendlich, weil man geht wirklich von einem Raum in den nächsten und überall passiert so viel. Und überall sind auch eigene liebevollen Ideen und Details da eingeflochten. Richtig sehr, sehr, danke. Sehr lässig. Echt. Danke. Ja, wir sagen danke, dass ihr euch die Zeit danke, genommen habt. Danke, dass du aber diesem Waschelwetter. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Wir kommen wahrscheinlich, wenn es einmal so richtig heiß ist, war das schön quasi.
Aber freien es war heute auch schön. Couldn't wait to move, I had so much to prove. It was all I could do.